Servus, hallo und willkommen zurück zu The Magical Quest Starring Mickey Mouse Part 4. Im letzten Part waren wir in der Feuerhölle unterwegs. Wir sehen es auch schon an Mickeys Verkleidung. Er ist ein Feuerwehrmann und damit haben wir eigentlich die Geschichte ganz gut überstehen können. Das nächste Level am Fuß des Berges heißt Carlos Gipfel. Und jetzt taucht nicht der Magier auf, sondern Goofy. Goofy, wo ist mein Hund? Wo ist mein Hund? Oh je, Mickey. Ich habe Pluto noch nicht gefunden. Warum überhaupt? Hey! Dabei habe ich überall nach ihm gesucht. Außer in den Bergen. Vielleicht kannst du dich dort mal umschauen. Ich leihe dir gerne meine Steigeisen und dieses Seil. Sieht aus, als könntest du jede Hilfe gebrauchen, die du kriegen kannst. Sag mal, ich zieh das nicht an. Du bist überhaupt schuld, dass er weg ist. Du hast den Ball geworfen und so. Hau ab! Ich zieh deinen Fummel nicht an, der ist doch auch viel zu lang. Du bist mindestens doppelt so groß wie ich. Ach, was soll's. Damit hätten wir die vierte und letzte Verkleidung. Bergsteiger, Mickey, du hau bloß ab. Wir sehen es, da haben wir dann so ein Seil, das wir wie Scorpion von Mortal Kombat hier rausschießen lassen können. Können uns Blöcke ranziehen und können an diese Ankerpunkte hier, können uns diese rumschwingen. Können aber auch daran nach oben klettern, so zum Beispiel. Könnt das Seil eben auch hier kürzer und länger werden lassen, je nachdem. Ja, okay. Aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Können uns auch hier das hier ranziehen. Kann ich die eigentlich auch... Nein, das hält hier nicht wirklich auf. Schade. Ah, die schönen Münzen. Komme ich da so rüber? Das wird jetzt wieder so richtig knapp. Huja! Genau. Ihm hier können wir sein Schild entfernen. So. Sagst du gar nichts mehr. Wir können ihn dann so eigentlich auch killen. Das ist die Frage. Rechts oder links? Ja, ich würde ganz gern da oben entlang. Scheint mir doch auch der richtige Weg zu sein. Komme ich da irgendwie rauf? Ich glaube nicht. Zumindest nicht so. Egal. Hier muss ich jetzt ganz langsam nach oben klettern. Ich will nicht runterfallen. Ja. Sieht doch sehr gut aus so. Und hier ganz viele Killer-Eier. Mein Gott. Aber wir klettern da einfach schnell rauf. Und dann ist die Geschichte kein Problem. Komme ich hier irgendwie nach links? Ja, tatsächlich. Nein, 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 nein. Wie kann man so viel Glück haben, an so vielen Plattformen vorbeizufliegen? Sag mal. Ich will wissen, was da oben ist. Beeil dich mal. Fang an zu rennen. Komm schon. Ja, das mit dem Rennen ist ja eine leidige Geschichte in diesem Spiel. Er will einfach nicht. Und so langsam kriege ich auch genug Geld zusammen, um mir die teuren Sachen zu kaufen. Ah, ich brauche noch ungefähr 29 Münzen. Dann habe ich es eigentlich. So. Und tot. Ich finde es eigentlich sehr interessant, dass dieser Haken den nicht so viel anhaben kann. Eigentlich sollte er die doch genauso gut paralysieren können wie der Sprung. Ach, komm schon. Rüber da jetzt, sag mal. Was ist denn da los, Mensch? Stell dich nicht so an, Bergsteiger Mickey. Die Steuerung des Hakens ist keine einfache, das kann ich euch jetzt schon verraten. Da müsste ich auch irgendwie nach oben kommen. So, und jetzt würde ich es ganz gerne nochmal versuchen, aber ohne angegriffen zu werden, bitte. Ich brauche Konzentration dafür. Komme ich so rüber? Na, ich warte nochmal. Komm zurück! So. Jetzt kann ich da... Ah, da warte ich lieber mal. Wenn es in die andere Richtung fliegt, so ungefähr. Genau. Dass die Animation nicht wieder unterbrochen wird. Und ich erhoffe mir eigentlich ein Herz dadurch. Naja, zumindest ein Leben ist doch auch schon mal was. So. Komme ich da so rüber? Ja, tue ich. Ziemlich knapp, aber es funktioniert. Dann wollen wir mal nicht meckern. Du schon wieder. Vier Sprünge, denn ist auch der Geschichte. Oh. Jetzt müssen wir hier über Abgründe hinweg. Ganz langsam, ganz langsam. So, jetzt ungefähr. Ich lasse mir hier Zeit. Wir müssen uns ja gar nicht hetzen. Oh, oh. Das wird wahrscheinlich ein Sprung ins Ungewisse, habe ich das Gefühl.
Scheint wirklich so zu sein. Ja. Das mache ich ein bisschen länger. Oh, okay, dann fällt er auch runter. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Oh Mann, so kurz vor dem Ausgang. Soll ich das ganze Ding nochmal machen? Aber ich werde da jetzt nicht mehr nach links springen. Das wird jetzt relativ schnell gehen. Muss jetzt nicht mehr auf die Plattform warten. Und ich sammle natürlich wieder die Kohle ein. Ah, wir sind quasi Dagobert Duck. Einfach mal kurz. Auch davon gibt es ja bald wieder ein Remake. Ah, er wehrt das auch noch ab. Du bist ja ein intelligentes Kerlchen. Aber gut. Wie gesagt, das wird jetzt ein bisschen schneller gehen müssen. Diese ganzen Erklärungen und das Gezeige, wenn ich das hier einfach mal so machen würde, indem ich hier durchrenne, dann wäre das natürlich viel, viel einfacher. Es ist einfach so. Oh oh. So. Da lassen wir uns natürlich auf keine Experimente ein, sondern killen den so. Da habe ich schon diesen gefährlichen Sprung geschafft und gehe dann dabei drauf, wie ich darüber springen will. Was sind das eigentlich für große Eier da hinten? Weiß das jemand? So, und auch hier wieder nach oben klettern, wenn die Plattform nach links schwebt. Damit die Animation uns nicht nach unten wirft. Ach, ich freue mich. Das ist, wie gesagt, so ein Sprung, der ist einfach wunderschön. Yes! Wow, das war wieder sauknapp. Wow. Puh, wir haben es geschafft. Und hier gibt es, glaube ich, eine Besonderheit. Ich bin mir nicht sicher. Genau, der Wind, der uns um die Ohren pfeift. Wir sind ja 20.000 Meilen über dem Boden. Und dieser Wind drückt uns eben nach unten. Wir müssen da sehr aufpassen. Ach, noch schwebende Plattform. Als ob das nicht schon schwer genug wäre hier. Wir müssen dann natürlich das richtige Timing abwarten. Das ist halt nur die Frage. Aha. Wir rutschen da ja sowieso runter. Deswegen, das denke ich mal, ist wieder als Tutorial anzusehen. Dass da irgendwie so zwei Dinger hintereinander sind. Dass uns da indirekt was erklärt werden möchte. Wie man da richtig damit umgeht. So, kann ich da rauf? Die Frage ist halt auch noch wofür? Okay, das sieht sehr gefährlich aus. Ich glaube, hier gibt es wieder irgendein Extra. Wäre doch ganz nett. So, da komme ich rauf, ohne von den Stacheln getroffen zu werden. Zack! Okay. Nein, das sieht mir doch tatsächlich nach dem richtigen Weg aus. Ich finde es auch interessant, dass ich den Bienen damit mehr schade als diesen Kollegen hier. Kaum geboren und schon so viel Hass im Herzen. Und auch noch gegen Mickey Mouse. Wie kann man denn auf Mickey Mouse böse sein? Soll ich da runterspringen? Nee, ich trau mich nicht. Am Ende gehe ich wieder drauf. Wie so oft in diesem Let's Play. Als Kind war das wirklich so eine Rage. Was? Schon der Endgegner? Tatsächlich, wo war denn unser springender Kollege? Wow! Ach, stimmt ja. Er nutzt einen Windstoß. Und dann müssen wir den hier machen. Dass wir da nicht runterfliegen. So, wie ging's jetzt weiter? Ich weiß es nicht mehr. Okay, das Ei war wohl nichts. Ich glaube, wir müssen uns auch noch auswählen, wohin wir springen. Links oder rechts? Können wir das? Ich glaube, man kann ihm das Ei entreißen. Das ist auch Sinn der Sache, denke ich mal. So. Aber zumindest die hier können wir ihm auf ihn werfen. Wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Wo kommt er? Sag mal, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. So, da hängen wir uns wieder ran. Oh, Mann. Ja, da sind wieder nur... Eigentlich ist das total eklig. Unfertige Embryonenbabys. Aber man wollte eben realistisch sein in Mickey. Bin auch ein bisschen zu realistisch, wenn ich ehrlich sein darf. Komm schon, komm schon, komm schon. Der wacht doch gleich wieder auf, Mann. Ja, genau das habe ich vor. Rausgesagt und schnell nach links. Ah, nee, das klappt so nicht. Der Gegner ist echt eine harte Nuss. Ich kann da ja auch nicht wirklich ausweichen, wenn er seine Kinder da rausschickt. Ich hoffe, das muss ich jetzt nicht wieder von Anfang machen. Wenn ja, so lange dauert es ja gar nicht. Nee, tatsächlich.
Wir dürfen hier wieder einsetzen. Cool. Diesmal ein bisschen mehr Kontinence. Gib mir dein Ei. Oh Mann, und dann treffe ich das Ding nicht. Es gibt's doch nicht. Ich bin jetzt so ein ganz, ganz klein wenig Mickey sauer. Und er ändert auch seine Strategie die ganze Zeit. Jetzt fliegt er zuerst und erst dann nimmt er das Ei. Oder war das vorher genauso? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr klar denken, wenn ich ehrlich bin. So. Eigentlich macht er ja immer das Gleiche. Das kann man ja auswendig lernen. Muss man ja in solchen Spielen. Das meine ich zum Beispiel. Wie soll ich da dann ausweichen? So. Dann muss ich aber auch noch... Ja, super. Vielen Dank. Und ich kill natürlich alles, was sich bewegt. Gut gemacht. Ich muss es natürlich so schaffen, dass die dann auch nicht zu lange gestunt sind. Weil es bringt mir ja nichts. Wow. Ja, genau das meine ich, weil dann wachen sie ja wieder auf. Nicht runter, nicht runter. Dankeschön. Ja, jetzt ist aber der Kollege hier kaputt. Okay, so geht das doch eigentlich. So, und schnell wegwerfen. Ja. Ach, sind Vögel nicht etwas Schönes? Nein! Double Kill. Von so einem Biest und dann auch noch vom Windschlag. Das wird wahrscheinlich die längste Folge hier. Ich finde es gerade selber interessant, dass ich so große Probleme mit dem habe. Das Prinzip ist ja gar nicht so schwer, bloß die Ausführung. Darf ich es auf die Steuerung schieben? Nein? Doch? Ach, komm schon. Steuerung ist wirklich hier, ne? Okay, dann warten wir hier eben. Ach ja. So. Und jetzt, zack. Ach, den stoßen wir einfach weg. Das bringt doch gar nichts. Ach, das wird wieder mächtig knapp. Der zweite Game Overscreen bei einem Gegner. Das nimmt mich ganz schön mit jetzt. Die Gegner werden immer stärker und stärker. Ich habe mich da also nicht nur als Kind blöd angestellt, sondern auch jetzt, fast 15 Jahre später, stelle ich mich genauso doof an. Gut zu wissen. Denn das ist ja nicht der schwerste der ganzen Freaks hier. Da gibt es ja noch einen, der ist viel, viel schwerer. Ihr könnt euch sicher denken, wer das ist. Aber die Geschichte erzähle ich, wenn wir zu dem kommen und wenn es soweit ist. So. Ich probiere jetzt einfach mal wieder alles aus. Ob ich mich dahin wegducken kann oder was auch immer. Ja, also! Das war doch das, was ich vorher machen wollte, ihm das Ei wegklauen. Und jetzt funktioniert das plötzlich, oder was? Ja, das macht's natürlich jetzt einfacher. Das habe ich doch vorhin funktioniert. Ah, das gibt's doch nicht. Das habe ich doch probiert. Das ging doch nicht. Das sind so Dinge, die ich meine, Freunde. Ja, man steckt irgendwo fest und dabei ist es einfach nur ein Missverständnis. Und jetzt klappt es auch schon viel, viel leichter. Ich dachte, man muss das so machen, dass ich ihm Zeit gebe, dass er da seine Kinder rausholt, ausbrüten lässt. Jetzt geht das auch ein bisschen schneller. Und mit leuchtenden Beinen geht auch dieser Gegner endlich drauf. Mickey grinst sich eins. Selbstverständlich. Weil wir ihn endlich besiegt haben. Wenn man weiß, wie es geht, es ist immer so. Wenn man weiß, wie es geht, dann läuft's. Super. Carlos Gipfel ist geschafft und dafür bekommen wir 20 Münzen.
Der Weg geht weiter und klettern hier über den Gipfel. Das nächste Level wird ein kaltes und frostiges. Und was uns dort erwartet, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!